Ja, schönen Sonntagmorgen! Hallo! Meine Damen und Herren, wir sind hier im Kulturzentrum Brau in Hochdorf. Und ob ihr daheim seid oder hier im Saal, hallo und guten Morgen miteinander. Willkommen zum Persönlichen. Hallo! Und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Beide kommen hier aus der Gegend, aber sie sind auch darüber hinaus bekannt. Dariela Käslin, 33. Sie war eine Weltklasse Kunstturnerin, hat eine Haufen Medaillen gewonnen und ist auch dreimal Sportlerin des Jahres geworden. Für das alles hat sie aber auch einen hohen Preis gezahlt und war eine der ersten, die berichtet hat über die Missstände im Turnverband. Heute studiert Dariela Käslin Physiotherapie und lebt mit ihrer Partnerin in Zürich. Herzlich willkommen, guten Morgen, persönlich, Dariela, guten Morgen. Und bei uns ist auch Josef Rittler, 82. Er war 40 Jahre rasender Reporter beim Blick, darum auch besser bekannt als Blick-Seppi. Und bei Unglück und Katastrophe war er meistens der Erste auf dem Platz und hat auch einen Haufen Promis fotografiert. Von der Lady Diana über James Bond bis zum Papst. Der Josef Rittler hat 2 erwachsene Kinder und 5 Enkelkinder und lebt mit seiner Frau zu Ebiken. Guten Morgen, Josef Rittler. Und der Sepp hat schon mit allen Duzis gemacht heute Morgen und darum sagen wir uns natürlich du. Josef Rittler, du hast mir erzählt, du hättest immer ein besonderes Ritual am Morgen. Wie sieht denn das aus? Ja, es gibt verschiedene Rituale. Sogar? Zuerst mal aufstehen, oder? Ja. Und dann einen Kaffee und eine Banane. Mhm. Und dann 3 Zeitungen lesen. Um 7:30 habe ich schon 3 Zeitungen gelesen. Und natürlich freue ich mich ein bisschen streicheln. Oder? Ja, hoffentlich. Und dann machst du ja noch ein Märschli, oder? Jeden Morgen. Ah, ja, ja. Ja, dann gehe ich natürlich auf Luzern und dann laufe ich den See entlang und mache mein Morgenbild, stell das ins Facebook und gehe nachher ins Fitness. Ah, auch noch. Yes. und ich habe schnell geschaut, dass das Morgenfotos, das ist ja so ein Ritual eben, auf Facebook. Und das sind auch prominente Leute, die das liken. Ja. Zum Beispiel eine gewisse Viola Amherd. Ja, natürlich. Wie kommt denn das? Und Brigitte Häuser-Reu. Mhm. Ja, ich kenne sie von Wallis noch. Und ich war schon bei ihr im Büro und wenn wir einen Angst sehen, dann machen wir ein Selfie. Und, ja. Aha, also macht man das mit der Bundesrätin ein bisschen Selfie, oder? Ja. Ariela, du bist ja ein totaler Bewegungsmensch, machst auch so verrückte Sachen wie Triathlon. Ist dein Morgenritual vor dem Morgen irgendein Marathon oder so etwas? Nein, ich mag am Morgen nicht so gut auf. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Ich bin froh, wenn ich aus dem Bett rauskomme und meinen Kaffee mag rauslasse. Und du trinkst unendlich viel Kaffee, oder? Ich trinke viel Kaffee, ja. Das ist so ein bisschen wie meine Drogen. Kaffee ist für mich ja, auch so ein bisschen ein Moment, wo ich für mich geniessen kann, wo ich ein Päuschen mache und ich geniesse es einfach. Sepp, also Dariela war ja eine Spitzensportlerin und du machst mir eigentlich auch einen fitten Eindruck, oder? Mit 82. Also zwickt es dir nie, wenn du am Morgen aus dem Bett kommst? Nein, nein. Früher habe ich noch das Armeeturnprogramm gemacht in der Stuba. Aha. Und ja. Und eben jeden Morgen ins Fitness. Ja, und kenne ich nichts. Kein Rückenknie. Ich weiß nicht, was das ist. Aha, sonst könntest du auch mit Ariela in die Physiotherapie, wenn mal etwas wäre, gell? Und Ariela, Käsin, du bist das halbe Leben Kunstturnerin gewesen, eine Sportgeschichte geschrieben mit ihrer Weltmeisterschaft Silbermedaille in London 2009. Von dir hat das keine Schweizer Kunstturnerin geschafft. Was von diesem alten Leben ist eigentlich noch bei dir um? Also, ich habe mir so vorgestellt, hast du noch Medaillen, die irgendwo in der Stube hängen? Oder was von dem ist noch da? Ich habe in meiner Wohnung recht wenig, die darauf hinweist, dass ich mal Kunstturnen habe. Ich habe die 3 Sports Awards, die daheim prominent rumstehen, aber sonst wirklich relativ wenig. Aber ich trage das in meinem Herzen mit. Und träumst du manchmal noch von diesen verrückten Sprüngen, dem Giusso Vitina und Jurchenko, ich habe es extra geübt, wie die alle geheißen haben? Ich träume, nein, eigentlich weniger vom Kunstturnen, muss ich sagen. Aber
irgendetwas stimmt nicht, Seppi. Du bist 80 und der tut 82 und der tut nichts weh und ich bin 33 und mir tut alles weh. Ja. Ja, ich habe natürlich auch nicht so Kind gemacht wie du. Ja. Ja, das hat etwas. Also das Leben ist vorbei, das Spitzensportlerinnenleben. Du bist 2011 zurückgetreten, Ariella. Hast du einen schwierigen Übergang gehabt, Erschöpfungsdepression, hast du Medikamente nehmen. Was war denn los? Ich glaube, das Hauptproblem war einerseits die Erschöpfung, der Erschöpfungszustand, und andererseits, dass ich keine Ziele und Aufgaben mehr hatte. Also ich hatte eigentlich vorher nur das Kunstturnen und nebenbei keine Zeit, um andere Sachen zu machen. Und dann ja, bin ich einfach ohne Ziel und ohne Aufgaben da gestanden und bin am Morgen aufgewacht, im Bett gelegen und habe mir überlegt, warum soll ich überhaupt noch aufstehen? Es wartet niemand auf mich, ich habe keine Tagesstruktur. Oder ist jede Minute durchgetaktet? Trainingspläne, Ernährungspläne, Manager, die wahrscheinlich alles gemacht haben. Genau, und ich habe dann in den verschiedensten Bereichen bin ich, auf Hürden gestossen. Ich habe meine ganze persönliche Identität verloren. Ich war immer die Kunstturnerin, habe immer gewusst, was sage ich, wenn mich jemand fragt. Und das ist auch natürlich auch in unserer Gesellschaft mega sexy, wenn du kannst sagen, ich bin Spitzensportlerin. Und gehen wir an die Olympischen Spiele. Das nächste Ziel ist die Olympischen Spiele, genau. Und dann habe ich plötzlich die ganze Identität verloren. Ja. Also du hast gar nicht gewusst, wer bin ich, was mache ich, wo will ich hin? Ja. Und dann? Ja, das ist natürlich dann auch nicht vom einen Tag auf den anderen wieder aufgebaut, das neue Leben. Ich bin dann wieder zurück ins normale Gymi. Und hat Matura noch abschliessen, bin aber dann 3/4 Jahre später wieder aus dem Gymi rausgefallen, weil ich vom menschlichen her irgendwie total unterfordert war. Ich war mit 10 Jahren jünger in der Klasse. Und vom Stoff her total überfordert. Ich hatte Matthias 1,5 gehabt. Gut, das haben andere ja noch, gell? Aber ja, ich schäme mich nicht dafür, ja. Das ist okay. Und habe dann ein bisschen Pause gemacht und 2 Jahre. Nein, 1 Jahr später habe ich nochmal einen Anlauf genommen und habe dann in 2 Jahren die Erwachsenenmatura abgeschlossen und habe langsam, Schritt für Schritt, probiert, mich in das neue Leben zurückzukämpfen. Also hast du wirklich müssen wie eine neue Ariella finden? Ja, und ich sage genau, heute bin ich noch auf dieser Suche. Wahrscheinlich ist die bis 82 noch nicht abgeschlossen. Ja, möglicherweise. Und was würdest du sagen, du hast nachher Sportwissenschaften studiert, hast Psychologie studiert, jetzt studierst du noch Physiotherapeutin. Also was würdest du sagen, du warst richtig gedungen in einem gewissen Moment. Was hätte dir geholfen, um diesen Anker wieder zu finden? Ich glaube, ganz wichtig für mich war, dass ich mir professionelle Hilfe geholt habe, von Psychologen, Psychiatern. Mein Umfeld, das mich mega unterstützt hat. Und eben vor allem, dass ich wieder eine angemessene Tagesstruktur hatte. Wo ich nicht unterfordert und nicht überfordert war. Du redest wahnsinnig offen über das. Eben, ich hatte Depressionen, ich musste Medikamente nehmen, ich musste zum Psychiater. Hätte das am Anfang etwas gekostet? So offen darüber reden? Ja, weil ich habe im Kunstturnen, im Spitzensport gelernt, dass man nicht über psychische Erkrankungen redet, dass man Schwäche nicht zeigen darf. Ich habe dann aber extrem gestruggelt mit dem, dass ich das niemandem erzählen kann und dass ich das verstecken muss. Und ich habe gemerkt, eine psychische Erkrankung ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Und es gibt ganz viele Menschen, wo es genau gleich geht oder ähnlich. So ist es, oder? Niemand. Danke vielmals. Bei dir, Josef Rittler, habe ich doch ein bisschen das Gefühl, du hast immer gewusst, wer du bist. Nämlich rasender Reporter beim Blick. 40 Jahre lang war das deine Leidenschaft. Du hast geschafft, das habe ich mir überlegt. Also, wo die Technik noch völlig anders war. Also heute eben, wir machen Selfies mit dem Handy und schicken die in die ganze Welt. Du hast die Fotos unterwegs noch in der Badwanne entwickelt. Ja, früher haben wir das nicht können machen. Wir hatten ja kein Handy, nichts. Und da haben wir 2 Blechkoffer gehabt. Und dann ins Labor mitgenommen und das habe ich mir installiert in einem Hotel. In der Badwanne dann einen Film entwickelt und auf dem Klose vergrößert und dann übermittelt über das Telefon. Was hat bei dir das Problem gegeben, weil die Telefon haben wir aus einem anderen Schrauben. Ich habe einen anderen Stecker und Schraubenzieher bei mir gehabt.
damit wir die Verbindung können herstellen konnten. Ach, du bist richtig ein Handyman, du hast alles geschnibbelt und gemacht. Aber die Frau hat aber auch noch etwas geholfen. Die ist dann mit den Filmen irgendwie umeinander gefahren, oder? Ja, meine Frau, das ist ein Goldschatz. So gut. Die hat, wenn ich zu Luzern FCL fotografiert habe, oder, also, habe ich gehofft, dass ich hinter einem richtigen Goal stehe, um ein Bild zu machen. Weil ich habe den Film nachher sofort meiner Frau gegeben. Die ist auf Zürich gefahren, auf die Redaktion, um das zu entwickeln. Mhm. Ja, das waren die Zeiten früher. Und sie hat immer das Telefon abgenommen daheim, nämlich auch, wenn du einmal frei hast genommen und an Titlis bist du Skifahren. Ja, sie hat immer gewusst, wo ich bin. Mhm. Und die Redaktion hat immer gewusst, wo ich bin. Oder? Und der Titel ist natürlich, da habe ich natürlich die Nummer vom Bergrestaurant angegeben. Oder? Und dann, dem Wirt oben habe ich gesagt, wenn man mich sucht, du hast ein Lindtuch zum Fenster raushängen, dass ich von der Piste sehe, dass man mich sucht. Und hast du das jemanden gegeben? Und hast du die Ski liegen und bist ab? Ja, bin ins Tal gefahren und sofort an die Zeck. Zum Beispiel hast du auch Haufen Prominente eben vor der Linse gehabt, unter anderem die Lady Diana und der Prinz Charles, die abend auch ins Bündnerland Skifahren. Aber irgendwo habe ich gelesen, du hättest die Lady Diana ein bisschen hässig gemacht. Ja. Ja. Es war so, wir haben ja von England den Bericht bekommen, jetzt kommen sie dann. Mhm. Aber die hat nicht gesagt, wo sie Skifahren gehen. Hat die dir nicht angerufen und gesagt? Nein, sie hat überhaupt niemandem gesagt, wo sie gehen fahren. Da sind sie im Kloster und ich habe dann, sie sind dann auf dem Vorab Skifahren und dann habe ich von einem Pisten mal ein Telefon bekommen. Du, ich weiß nicht, tue ich mich her oder ist das möglich, dass Diana und Charles auf dem Vorab Gletscher fahren? Dann habe ich gesagt, ja, die suchen wir, oder? Ja, du tust einfach Verbindung aufbauen, gehst denen hinten nachher und tust über die zentrale Verbindung aufnehmen. Ich habe einen Heli bestellt, der hat mich geholt, bin ich hochgeflogen und dann oben gelandet und habe die Ski angelegt und bin dann ein bisschen runter und habe gehofft, dass die beiden am gleichen Bügel hochkommen. Mhm. Wunderbar gewesen. Sie sind gekommen? Wunderbar im Bügel, ja. Und wieso hast du den hässig gemacht? Ha, und dann war es nachher so gewesen, sie sind dann essen und wir haben das nicht realisiert, wo sie sind. Da haben sie im Heli überall gesucht. Und dann hat sie den Hässe geworden und hat mit dem Skistock dann gegen den Heli gefuchtet. Ja, hat die auch. Und die englische Zeitung hat geschrieben, Diana hat mit dem Heli, Skistock den Heli angegriffen. Ja. Aber der Prinz Charles, hast du den auch hässig gemacht? Weil den hast du ja fotografiert, was noch auf einer Eisblotter beim Skifahren verschnetzelt hat. Oder? Ja, die sind ja zwei, dreimal sind dann die in die Schweiz gekommen. Also, da sind wir auf dem Alpun. Und ich habe inzwischen gewusst, wie die beiden Skifahren, Diana weniger gut und er natürlich besser. Und dann habe ich das rekognosziert, habe dann irgendeine Stelle gefunden, wo es eng ist und frisst. Und da habe ich gedacht, wenn es Prinz Charles da oben runterkommt, dann geht er voll um. So was. Ich habe gemacht mit dem Tele, oder? Und dann ist er gekommen, ist voll. Also geht und der Bodyguard auch noch gerade. Ja. Mhm. Dann ist er nachher zu mir gekommen. Und er gefragt, wer ich bin. So, und dann wollte er noch wissen, was ich in meiner Fototasche für Objektiv drin habe. Mhm. So. Also, da sind im Frieden rausgenommen. Aber eigentlich bist du ja schon ein bisschen Paparazzo gewesen, oder? Ja, das natürlich. Ja, natürlich. Hast du eigentlich, du bist ja in einer bestimmten Zeit, Ariela Kessin, auch viel fotografiert worden. Was hast du für eine Beziehung gehabt zu so Fotografen? Eigentlich eine gute Beziehung. Aber Seppi, das ist schon fast ein bisschen heiss. nein, eine gute. Aber ich muss sagen, mit der Zeit hat mir das auch ein bisschen zugesetzt. Es hat mich manchmal gestresst, zu wissen, dass mich die Leute können auf der Strasse. Mhm. So ein Schätzchen von der Nation gewesen, oder? Der grosse Titel. Ja. Ja. Aber ich hatte immer eine gute Beziehung mit Journalisten, mit Fotografen. Ich bin auch immer super gut behandelt worden und da bin ich sehr dankbar dafür. Du hast ja zu einer Zeit noch beim Blick gearbeitet, Seppi, wo der noch einen schlechten Ruf hatte, oder? Es war ein richtiges Schandblatt. Hast du das Gespür bekommen?
Ja, als er auf den Blick ist aufgekommen, hat man nicht gewusst, was der wollte. Man hatte keine Erfahrung im Boulevardjournalismus. Und man hat teilweise den Blick sogar verbrannt auf der Straße. Im Berner Bundeshaus haben wir verbocken, einigermaßen. Mhm. Und ja, ich bin über einen Armeefilm für die Expo bin ich zum Blick gekommen. Mhm. Und dann mich gefragt, ob ich mitschaffen würde. Da habe ich alle gefragt und alle haben gesagt, hör auf, geh ja nicht zu dem Blick. Mhm. Eine Lehre ist extra Fabrik. Und dir kann die Levite lesen. Du gehst gar nicht zu dem Blick und das habe ich angespannt. Erst recht. Und meine Frau hat dann gesagt, also ein Jahr kannst du es ja machen. Mhm. Das sind dann 40 Jahre geworden. Aber du hast schon auch ein bisschen leiden drunter, oder? Ja. Also, es gibt irgendeine Geschichte, wo die Bauern mit Heugabeln auf dich los sind, ja, oder ja, die Reifen sind. Ja, schon als Matt, weil ja. Ich eine Geschichte habe gemacht, dass der dreckiges Trinkwasser da war. Mhm. Sind sie plötzlich mit den Heugabeln auf mich los. Mhm. Und wir hatten eine Bombendrohung, wir haben das Auto verkratzt und Pneu verstochen, die Familie wollte auseinanderbringen. Mhm. Und einmal musste ich sogar unter Polizeischutz arbeiten. Aber hat die Frau nicht gesagt, jetzt hörst du auf mit diesem Kabis? Das lohnt sich doch nicht. Ich habe ihr nicht alles erzählt. Sie gehört heute zum ersten Mal. So. Aber was hat die angetrieben, es weiterzumachen? Ja, Neugier. Und das ist ein schöner Beruf. Oder? Mhm. Einfach Neugier. Ich will einfach den Leuten der Welt schreiben und fotografieren, zeigen, was bei euch passiert. Mhm. Das ist ein Gen, wo einfach. Seppi Rittler gehen hat er. Also das ist der leidenschaftliche Blickreporter, der Josef Seppi Rittler, in der Sendung persönlich. Und bei uns ist auch die ehemalige Spitzenkunstturnerin Ariela Käslin. Und Ariela, du hast ja von Kindsbeinen an hast du geturnt. Das war deine Leidenschaft immer gewesen. Mit 13 bist du nachher fort von daheim auf Macklingen trainieren. Mhm. Also 13. Du bist ja noch ein kleiner Spatz. Wie ist das für dich gewesen, weg von daheim? Am Anfang war das mega tough gewesen, weil ich musste vom einen Tag auf den anderen selber putzen, selber waschen, selber kochen. Aber niemand mehr war da, wo mir am Abend am 11 gesagt hat, du, jetzt ist langsam Zeit für ins Bett, weil am nächsten Tag musst du wieder fit auf der Matte stehen. Ja, das ist eine Challenge mit 13, nicht immer oder eher selten im Griff gehabt. Du hast Heimweh gehabt, nehme ich an, oder? Ich habe am Anfang sehr stark Heimweh gehabt, ja. Und dann hast du ja mal erzählt, in diesem Training war permanenter Psychoterror. Wie hat sich denn das geäussert? Also ein Bereich, wo für mich am schlimmsten war, ist das Thema Gewicht. Wir mussten immer am Montag auf die Waage stehen. Und wenn wir das Gewicht nicht hatten oder ein paar hundert Gramm zu schwer waren, haben wir müssen... Ein paar hundert Gramm? Ja, das hat schon gelangt. Dann haben wir müssen Schweizer Jacke, Schweizer Hosen anlegen und rausgehen, bis wir das Gewicht wieder drunter hatten. Und wenn du das nicht geschafft hast, mit 13, 14, muss man sich bewusst sein, hat man Trainingsverbot bekommen oder einen riesen Zusammenschiss. Und das ist schon schwierig, mit dem umzugehen in diesem jungen Alter. Schon richtig, da hat er Schiss gehabt, immer vor dem Montag, oder? Mega, ja. Und wir haben aber alles gemacht, um möglichst leicht zu sein an diesem Montag. Wir haben unsere Turndressli abgewogen und geschaut, welches ist das Leichteste, dass wir ja das können am Montag anlegen können. Ja. Wir haben unter dem Dress den BH noch abgezogen, Ohrringe rausgenommen, Spängel rausgenommen. Sind noch auf Spinning-Velo schwitzen, in die Sauna schwitzen, Sonntag oben nicht mehr gegessen, Montagmorgen nicht mehr gegessen. Also wir waren mega, mega innovativ gewesen. Mhm. Oder doof, je nach Perspektive. Ja. Aber sie sind immer mit Hunger ins Bett, weil sie keine Kohlenhydrate essen dürfen, aber kein Rahmenkaffee, wie du es heute machst. Und das Gemeine ist noch, dass der Trainer immer am Tisch gehockt ist und selber seine Spaghetti-Berge hat reingebiegen, oder? Ja, das verstehe ich schon. Ich hätte auch. Ja. Aber wir haben nicht dürfen, genau. Aber es gibt noch eine lustige Geschichte. Wir haben, er ist einmal mit uns am Tisch gesessen und dann haben wir keine Kohlenhydrate dürfen nehmen, haben auch keine genommen, weil sonst wäre es nicht gut gekommen. Und dann in Macklingen mussten wir immer das Tablar abräumen und dort, wo man das Tablar rein tut, war so eine Abschrankung und wir haben nicht dorthin gesehen. Und in Macklingen hat es immer Pizza gegeben. Also verschiedene Menü. Ja, für dich. Nicht für uns, sicher nicht. Und viele tun ja den Rand von der Pizza stehen lassen. Und wir haben dann am Tablarinen getan. Die Reste, die Ränder, haben wir in die
Hosensekt mitgenommen. Dann sind wir gleich noch zu unseren Kohlenhydraten. Ja, ist ja mega traurig eigentlich. Und deine Mutter hat offenbar gemerkt, dass jetzt etwas nicht mehr gut ist. Dass sie hat gesagt, deine Fröhlichkeit, ich kenne mein Kind nicht mehr, die Fröhlichkeit ist weg. Hat die rausnehmen. Wieso bist du denn nicht einfach wieder hey? Das klingt ja schrecklich. Ja, also ich habe natürlich schon auch gemerkt, dass irgendwie mein Charakter gebrochen worden ist, dass ich nicht mehr so viel Lebensfreude empfinde, dass ich nicht mehr so unbeschwert durchs Leben gehe. Aber ich habe auch nicht die Methoden, die Techniken, die der Trainer angewendet hat, habe ich nicht können durchschauen in diesem Alter. Und habe auch nicht richtig einordnen, ist jetzt das richtig, muss das so sein? Oder, ja. Mhm. Ich konnte auch nicht einschätzen, was das für Langzeitfolgen haben. Mhm. Und ich habe es dort nicht geliebt. Und ich war auch gut gewesen, bist auch immer besser geworden, ja. Oder? Genau. Dann sie wahrscheinlich recht bekommen, weil sie gesagt hat, wegen dem bist du so gut, oder? Nimm ja, ich an, ja. Oder? Mhm. Du hast schon relativ früh hast du schon auf die Missstände aufmerksam gemacht. Es hat auch ein Buch gegeben, später nach deinem Rücktritt. Und jetzt rebelt es zu Magling, also es wird aufgeräumt, Trainerstab ist freigestellt worden. Wie froh bist du eigentlich, dass das jetzt passiert? Ich bin sehr froh, dass etwas geht. Ich hoffe, dass sich nachhaltig etwas verändert für zukünftige Turngenerationen. Mhm. Weil ich bin ganz fest der Meinung, dass man auch mit einem respektvollen, menschlichen Umgang kann an der Weltspitze mit turnen. Mhm. Würdest du es eigentlich im Nachhinein, du hast gesagt, es prägt dein Leben bis heute, auch nicht zuletzt wegen diesen Ereignissen in den Magglingen, würdest du es eigentlich nochmal machen? Ja, ich würde es nochmal machen, genau gleich. Aber ich sage das heute. Nicht genau gleich, oder? Fast genau gleich. Ich würde etwas mehr essen. Das. Ja, etwas mehr Pizza rendern. Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nie mehr. Weil dort bin ich wirklich ganz tief im Loch. Es ist mir schlecht gegangen. Heute stehe ich wieder voll im Leben und sehe immer mehr auch positive Aspekte, die ich aus dieser Karriere herausziehe. Mhm. Und das ist eine super Eigenschaft für uns Menschen, dass wir das Leiden schnell vergessen und die schönen Sachen sind die bleiben. Schreckliche Geschichte. Seppi, wenn du das hörst. Ja, also ich muss etwas sagen zu Ariela. Ich bedanke mich jetzt herzlich bedanken für die wunderschönen Sachen, die du gemacht hast. Wir sind am Fernsehen gesessen, wir haben gelitten, wir haben uns gefreut und etwa dir das Freudentränen vergeben. Ja. Super. Danke dir, Mann. Mir nimmt noch Wunder bei dir, Sepp, du hast ja als Blickreporter eben nicht nur Prominente fotografiert, du hast, bist bei Unglück dabei gewesen, bei Katastrophen, bei schrecklichen Sachen, Mord und Totschlag. Wie hast denn du das eigentlich auch verkraftet? Ich habe eigentlich so geschafft wie ein Feuerwehrmann oder wie ein Polizist. Nichts rein angekommen. Und am Schluss, wenn man alles abgeliefert hat, das sind die Gefühle drin. Also zu oben? Zu oben, am Abend oder auch am anderen Tag. Schlimm war es, wenn etwas war mit Kind, oder? Dann hat das eben schon beschäftigt. Was ist das für Schicksal, das dich besonders geprägt hat? Weißt du das mal? Ja, es sind viele. Also, der allererste Einsatz war in Matmark, wo Gletscher im Rechakid ist und 88 Tote. Dann kennt da, habe ich schon ein bisschen mit mir ringen. Oder der erste Tag überhaupt im Journalismus, am Morgen Pressekonferenz, am Mittag Hochzeit von Melfair und der Audrey Hepburn vom Bürgerstock, am Nachmittag Konferenz und am Abend ein Unfall. Also das Ganze. Also die hat es immer von der einen Seite ja, ja. In die andere Seite hineingeschaut. Ist der manchmal die Linse am Fotoapparat? Das gehört mir jemand von Fotografen auch so ein bisschen die Schutz gesehen, dass es wie nicht zu nahe hergekommen ist. Nein, gar nicht, weil ich habe mich mit dem abgegeben, was ich gesehen habe und habe das fotografiert. Du bist eine robuste Natur. Ja, man sagt es, ja. Ein Walliser halt. Apachou. Apachou. Eigentlich bist du noch verschollen gesehen am Kilimanjaro. Ja. Was ist das für eine Geschichte? Ja, es ist der Otto Hofstetter, ist Pionier im Delta-Segeln und hat einmal gesagt mir, ich will als erster Mensch vom Kilimanjaro starten, kommst du mit? Dann haben wir sofort alles organisiert und sind
auf den Kilimanjaro. Ja, du bist einfach dort, ja, auf den Kilimanjaro hoch, gell? Man hat so einen Delta, einen 20 Meter langen Delta, haben wir noch nie auf den Kilimanjaro gedreht. Und die Träger, wenn es 7 Träger kam, die haben sich geweigert. Und dann haben wir ein paar Mal angenommen und dann ist es wieder gegangen. Und da sind wir alle abgestanden. Und dann habe ich Flädlisuppe gemacht, also mit Schnee. Und habe dann das eingeträufelt und dann ist es dann wieder gegangen. Aha. Und in Zürich und meine Frau. Wieso bist du verschollen gewesen? Die haben nicht gewusst, wie es uns gegangen ist. Wir hatten ja keine Verbindungen gehabt, oder? Mhm. Und dann sind wir eine Woche unterwegs gewesen. Und erst als wir dann im Hotel waren, habe ich dann angeleitet. Und Zürich auf der Redaktion hatten schon Angst, dass etwas passiert. Mhm. Und haben schon etwas organisieren. Und dann, als wir das Kloten ankommen, ja, wie sie dich empfangen haben, oder mit Kühenglocken und Fahnen. Ah, hast du das eigentlich aber schön gesehen, das Kloten nachher, Ariella mit Kühenglocken und Fahnen und so. Das war aber schon schön, gewesen, ja. Ja. Ich habe es genossen, ja. Also du hast Zeppi schon so ein Abenteurer-Gen eigentlich. Ja. Woher hast du das Krebs? Ja. Keine Ahnung, also ich will einfach alles wissen, oder? Bin neugierig, heute noch neugierig, das ist der Motor. Das ist der Motor, ja. Ja. Der fit behaltet. Ja, ja. Seppi kann es nie spannend genug sein, rasender Reporter und Fotograf Josef Friedler und bei uns auch im persönlichen Sportlerin und Physiotherapeutin Ariella Käslin. Und gehen wir doch noch ein zurück in die Kindheit mit euch. Ariella, du bist in Luzern aufgewachsen, Vater Zahnarzt, Mutter Lehrerin, hast einen jüngeren Bruder, Fabio. Nimm uns ein mit in das Elternhaus. Wie ist das denn gewesen? Also ich hatte eine mega schöne Kindheit. Ich habe mich schon immer mega gerne bewegt, bin hyperaktiv gewesen. Also ADHS? ADHS musste Ritalin nehmen und dann hat meine Mami gemeint, komm, wir probieren es mal mit Sport zuerst. Mhm. Bevor wir dich mit Medikamenten versorgen. Und ich weiss noch, das Kunstturnen hat mir so gefallen auf Anhieb, weil ich halt rumgumpen konnte und selber gemerkt habe, dass ich die feurige Energie in positive Bahnen lenken kann. Du bist mit 4 schon auf dem Möbel rumgetourt. Also wie muss ich mir das vorstellen? Das mache ich auch, ich ein bisschen kraxeln auf dem Möbel. Aber ja, aber ich glaube wirklich wie ein Wespe, ein nervöses. Aha. Und hast du den Salto gemacht vom Hochgeschäft oben runter oder so? Ja, das glaube ich schon noch nie, aber also ich habe wirklich meine Eltern verrückt gemacht. Mhm. Und habe auch versucht, immer die ganze Familie mitzureissen. Also wenn zum Beispiel an einem Sonntag nichts gelaufen ist, dann war es mir langweilig. Und ich habe gesagt, bitte, wir müssen raus, wir müssen etwas machen. Mhm. Ich glaube, die haben fast nicht mitmögen. Ein anstrengendes Kind. Aber zuerst bist du ja ins Ballett. Hättest du auch eine Balletttänzerin werden können? Ich bin zuerst ins Ballett, ja, aber ich fand es mega langweilig. Das war mir zu wenig Action. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann bist du ins Kunstturnen und gleichzeitig, das war wirklich so ein Aha-Erlebnis, mit 6 bist du noch Schweizer Meister im Wasserskifahren. Wie ist denn das noch passiert? Ja, das ist so nebenbei passiert. Ich glaube, es ist ein bisschen unfair für die anderen. Es tut mir leid, weil das war die Kategorie Elite. Elite? Ja. Und die anderen, ich habe noch ein Foto auf dem Podest. Ich bin zwar zoberst auf dem höchsten Podest, aber die anderen sind viel grösser als ich. Nebenan, zweiter, dritter Platz. Erwachsene Frauen. Aber ich habe vom Kunstturnen her Koordination, Kraft, Beweglichkeit. Und ich konnte das natürlich einfach so aus dem Ärmel schütteln. Also es ist echt gratis können Wasser scheinen, das ist alles immer Glück. Ziemlich gratis, ja. Und du hast ja extrem viel schon trainiert nachher als Kind. Mutter war Lehrerin. Bist du ambitioniert in der neuen Schule? Oder bist du gut oder gern gegangen? Ich bin eigentlich gerne in die Schule, aber ich habe auch mega viel Seich gemacht mit meiner besten Freundin damals, Joy. Wir haben zusammen geturnt und in der Schule. Wir haben beide zusammen nicht aufgepasst. Also wir haben lieber Schnitzeljagd durchs Schulhaus gemacht, als dass wir aufgepasst hätten. Aha. Also du bist aber raus, gehst Schnitzeljagd machen und gar nicht in die Schule, oder wie? Ja, also wir haben so viel mal auf den Deckel bekommen. Oder wir haben irgendwie gesagt, wir müssen früher gehen, weil wir haben noch eine Sitzung mit der Trainerin.
sind einfach raus, sind noch in die Stadt, gehen Läden an, anstatt dass wir ins Training sind. Also, hei, hei, hei. Richtige Lausmeinung. Weißt du, deine Mutter, oder gehört sie das heute auch das erste Mal? Nein, ich glaube, also sie hat damals schon herausgefunden, dass wir das eigentlich gemacht haben. Und dann bist du bei 13, ist eigentlich deine Kindheit schon vorbei gewesen, bist auf Macklingen, hast Pubertäts-Macklingen gemacht, also in dieser Zeit, wo andere in den Ausgang gehen, irgendwie kiffen, Töffli frisieren und sonst wüste Sachen machen. Hast du das eigentlich irgendwann noch nachgeholt nach deiner Karriere? Also ich muss sagen, ich habe auch während meiner Karriere so gewisse Aspekte von der Pubertät ausleben können. Und nach meinem Rücktritt habe ich gerade so Thema Ausgang schon noch ein bisschen nachgeholt. Mhm. Gott sei Dank. Dann muss man. Ja. Josef Rittler, du bist im Wallis aufgewachsen, eben in Nater, zusammen mit 7 Geschwistern. Der Vater war Bauführer. Du hast jetzt ein gehört, wie es bis Käslins war daheim. Was ist bei euch so gelaufen? Ja, da ist viel gelaufen. Vor allem mussten meine Geschwister die müssen machen, was ich gesagt habe. Aha, Achtung. Weil ich bin der Älteste war, oder? Der Chef daheim. Ja, mehr oder weniger, ja. Was haben sie denn so müssen? Ja, folgen. Ja, und dann ist es darum gegangen, was werde ich, oder? Mhm. Der Papa hat gesagt, los, ich werde am liebsten, wenn du einen Radrennfahrer hörst, wie der gefährte Kübler. Ja. Weil der eine grosse Nase hat. Und ich habe eine grosse Nase gehabt. Ja. Also gehabt, früher. Oder? Das ist echt und nachher hat er kein Geld für ein Velo. Und dann hat er gesagt, jetzt wirst du Bauingenieur. Mhm. Und dann hat die Mürerlehre angefangen. Das war der nach der Baufachschule und dann EDH. Mhm. Da hatte ich Zementallergie und musste aufgeben. Gott sei Dank eigentlich, oder? Weil du hast nachher deine Leidenschaft gefunden. Etwas war noch, was du mir erzählt hast. Du hast in der Schule, bist du gerne verprügelt worden? Ja, ich bin in der ersten Klasse, Primarschulklasse, habe ich das Nathers gemacht. Und dann ist man immer verprügelt, oder? Mhm. Weil so, ich anscheinend die beste Note hatte, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat die Mama gesagt, ja nein, jetzt gehst du zur Brigenschule, du musst fragen. Und ich konnte dann nachher alle Schüler zu Brig machen. Ja. Also richtig verprügelt, wie man sich vorstellt. Ja, mit Pülen und allem dran. Ja. Und wann ist denn die Fotografie eigentlich in dein Leben gerückt? Ich war immer schon interessiert, zu fotografieren. Meine Mama hatte so eine Boxkamera und dann ist schon mal Lust bekommen, mit dem zu experimentieren. Das ist ein Fotoapparat, oder was ist das? Ist ein Fotoapparat, ja. Er lacht, weil ich es nicht weiss. Ja, eine andere Zeit gesehen. Ja, genau. Und dann habe ich dann eine Kamera, Mama gesagt, und der Papa, du darfst, ich habe gesagt, ich will die fotografieren, und ich habe gesagt, du darfst kein Fotoapparat kaufen. Dann habe ich eine Kamera in Deutschland bestellt. Postlager und habe im Wald Gebrauchsanweise gelesen und einfach fotografieren. Und nachher, irgendwann habe ich uns Bild und Text zu einer Geschichte im Walliserboot gegeben. Mhm. Die hat das gedruckt, dann bin ich mit dem Walliserboot zur Mama gegangen. Schau Mama, siehst du das Bild? Siehst du den Text? Das ist von mir. Der hat sie verrückt. Hat verrückt, hat der Papa gesagt, du Papa, Ludwig, komm mal. Schau mal das, was der Josi da gemacht hat. Mhm. Der hat gesagt, mit was hast du das gemacht? Der hat gesagt, mit einer Kamera, die ich selber gekauft habe, die ich mir verboten habe. Schön gesehen. Aber woher hast du das Geld für die Kamera? Im Sommer bin ich immer als Portier in einem Hotel. Übrigens in dem Hotel, wo nachher die Familie Albrecht Skirennfahrer kann. Mhm. Und da habe ich natürlich immer ein bisschen Geld auf die Zeit getan. Hast du ein bisschen etwas überkommen? Und du bist auch gerne ins Militär. Und zwar bist du im Militär mit dem Kurt Felix und dem Manny Weber in dieser berühmten Abteilung Presse und Funkspruch, wo ich mir immer vorstelle, ihr habt ja vor allem gejasset und es lustig gehabt, oder? Ja, das habe ich, ja. Ja, eben. Aber vor allem, ich habe eine Geschichte gemacht für den Blick. Der Kurt Felix vor allem hat dann viele Sendungen gemacht, auch zur Nacht und so ausgestrahlt, für die Eltern daheim. Und ich habe dann alle
alles journalistisch verfolgt und natürlich darüber geschrieben und fotografiert. Militär, ist das eigentlich, heute machen ja viele Spitzensportlerinnen, Spitzensportler Militär, ist das eigentlich etwas mal für dich? Nein, bei mir hat es die Möglichkeit irgendwie noch nicht gegeben. Sonst wärst du gegangen? Nein, ich glaube nicht, weil das Kunstturnen ist fast schon. Das ist ein ruhig Militär. Genau, das hat etwas. Jetzt haben wir von euren Kindheit, von der Familie geredet. Ich will noch über die jetzige Familie reden. Ariella, du bist seit einem Jahr mit deiner Partnerin zusammen. Was ist da, was gibt es da für eine Liebesgeschichte dahinter? Wie habt ihr euch lernen kennen? Tinder. Tinder? Ja, das ist heute so, oder? Das ist so, ja. Bei mir war es aber so etwas speziell, weil ich nicht ein Foto von mir auf Tinder, also als Profilbild nehmen, und ich habe dann ein Grasfoto rein getan, und habe dann natürlich keine Likes bekommen. Ja, das hat mich nie mehr interessiert. Nein. Ja. Und dann habe ich aber meine jetzige Freundin gesehen und sie hat mir gefallen und ich habe dann ein bisschen gestalkt und habe sie gefunden und ja, so ist das ins Rollen gekommen. Ja. Kennst du Tinder, Seppi? Tinder? Nein. Dating-Plattform. Ah, okay. Nicht so Fotos, weißt du, das wäre noch etwas gesehen für dich früher. Aber das hat es ja dann noch nicht gegeben. Wie hast du deine Antoinette lernen kennen? Ja, wir haben das Pfadfinderlager St. Sebastian Brick in Brione für Zaska. Fadi ist früher ein Tinder. Immer noch gut. Ja. Und dann haben wir Milch haben. Und ich habe dann mit den Bränden bin ich dann Milch geholt, noch beim Bauer. Und dann ist ein schönes Mädchen da, immer an der Mauer gestanden. Und am dritten Tag hat sie Grüezi gesagt. Dann habe ich gedacht, oh, da ist jemand, der Deutsch kann. Dann habe ich den einen beauftragt von den Kameraden, du gehst rekognoszieren, was ist das für eine Frau? Was macht die? Wo lebt sie? Und so. Stock, der geht noch so, oder? Ja, und dann mussten wir am Abend einen Rapport abgeben. Oder? Und dann irgendwie, ich habe sie dann immer wieder gesehen, und die hat mir einfach gefallen. Oder? Und dann haben wir dann am Schlussabend haben wir dann das Lagerfeuer gemacht, Abschied, oder? Gitarre und Feuer und haben wir das ganze Dorf eingeladen. Extra? Extra. Die Eltern sind dann auch gekommen, oder? Ja. Haben wir dann noch 6 Jahre lang karisiert. Karisiert, genau. Und dann hat es geklappt. Und nächstes Jahr sind die beiden, die Antoinette hockt übrigens im Publikum, 60 Jahre geheiratet. Hei, hei, hei. Das ist ja... Diamantige Hochzeit. Ja. Sepp, was ist das Rezept? Wie schafft man sie so lange? Ja, einander gerne haben und einander auch ein bisschen Freizeit lassen, einander respektieren und einander helfen. Und die Frau hat einmal gesagt, der Sepp geht mir nicht aus dem Haus, ohne dass wir Frieden gemacht haben. So ist es. Ich gehe nicht zum Haus aus. Wenn wir eine Krach haben, dann wird Frieden gemacht und dann gehe ich zum Glück. Ja. Ich kann nicht unterwegs sein und das nagt in mir, wenn ich weiss, daheim ist meine Frau und die weiss nicht wie weiter. Oder? Hat es viel gegen Krach bei den 60? Nein. Ist noch gegangen. Probleme sind zum Lösen da. Ja. Und heute mal habe ich extra Probleme geschafft, damit ich sie lösen kann. Ja, sehr schön. Ariella, 60 Jahre Beziehung, das würde bei dir ein bisschen knapp, aber es würde noch gerade länger, du bist 33. Und der Frühling hast ja du dich geoutet und hast öffentlich gesagt, jawohl, ich bin mit einer Frau zusammen. Wieso hast du das eigentlich gemacht? Hättest du können einfach so leben und Schluss? Wieso hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich hatte zuerst selber mega Mühe gehabt mit dem, dass ich jetzt, mich in eine Frau verliebt habe. Und ich habe dann ein Gespräch gesucht mit einem vertrauten Journalist. Und dann hat er mir gesagt, ja, du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst proaktiv kommunizieren und kannst eventuell auch anderen Leuten helfen, besser zu dem können stehen. Oder du kannst warten, bis ein Blickjournalist kommt und irgendetwas schreibt. Und ich habe mich dann für erstens entschieden. Hat es überwindet gebraucht? Ja, aber im Nachhinein bin ich froh, habe ich es gemacht. Habe auch mega gutes Feedback. Ist das Feedback besser gewesen, als du eigentlich befürchtet hast? Dass die Leute haben gesagt, ja, der ist jetzt halt so, oder? Ja, erstaunlicherweise
ist, glaube ich, gerade die junge Generation ist mega offen und tolerant dem Thema gegenüber. Und das ist schön zu sehen. Fragen wir doch noch die ältere Generation, eben gleichgeschlechtliche Beziehungen. Sepp, du bist noch Walliser Katholik auch noch. Was? Ich weiß nicht, gewusst, dass es das gibt. Ja. Und jetzt, was es gibt? Ja, jeder soll auf seine Art glücklich werden. Genau. Ist es so. Und eben, wenn wir noch jetzt so beim Wallis sind, Sepp Riedler, du bist auch noch Präsident vom Walliser Verein Luzern. Ja. Und dort machen die immer ein legendäres Raclette-Essen. Ja. Wie läuft denn das so? Ja, dann gehen wir 3 Wochen vorher auf Simplondorf den besten Raclette-Käse von der Schweiz geholt. Der hat nämlich eine Goldmedaille bekommen. Und sonst können sie nie einen Raclette-Käse machen. Ja, er hat eine Goldmedaille bekommen. Ja, gut. Also, ja. Das ist ja von Fachleuten. Also. Ja. Der Mann, also 3 Wochen später, die wir in Birek, das ist eine Station von der Tramhaltestelle, gibt es ein Raclette-Essen, da kommen die Leute, da wird gestrichen und gegessen und gehängert und ja. Höhere Freude überall. Und also das Wallis, das hast du, das ist bei den Wallis, glaube ich, das hast du immer im Herz bei dir, oder? Das Wallis kommt immer mit. Ja, es ist so, als ich auf Luzern bin, hatte ich Probleme mit der Sprache. Oder? Da hat es kein Fernsehen gegeben, und das war nur ein Biffiger, der am Sonntag im Radio etwas gesagt hat. Und dann die Leute haben immer gesagt, ihr habt einen schönen Dialekt. Und was habt ihr jetzt gesagt? Ja. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten. Trennen, Walliserdeutsch und der Luzerner Dialekt. Mhm. Oder mischen, das ist gar nicht gut. Oder dann eben versuchen, durchzukommen mit dem Dialekt. Mhm. Aber du redest jetzt ja eigentlich Walliserdeutsch, oder? Ja, es ist gemischt, oder? Gemischt. Wenn etwas wissen vom Wallis, dann kommt es automatisch zum Büchhaus, an Walliserdeutsch, oder? Und hinter Maler rede ich natürlich auch den hiesigen Dialekt. Also Präsident vom Walliser Verein, der Seppi. Ariela, bist du in einem Verein? Nein, ich bin im Moment in keinem Verein. Ich habe mir vorgestellt, du könntest in einem Hundeverein sein. Ja, das wäre eigentlich noch lässig. Ein Chihuahua-Verein. Ich habe darum einen Chihuahua. Ja, ich habe das Hündchen gesehen. Sie heisst Chloe. Ja. Und sie ist etwa so gross wie eine Katze. Nein, noch etwas kleiner als eine Katze. Ah, sogar. Nur wie eine kleine Katze. Ja, fast ein Ameisen. Genau. Aber was ja das Verrückte ist, die Chloe kommt mit dir über alle Berge. Mhm. Also wie schafft sie das? Ich glaube, sie schafft das, weil sie nicht checkt, wie klein das sie ist. Und wie kurze Beine das sie hat. Mhm. Weil wenn sie das würde checken, würde sie sich selber auf die Knie reden. Hey, nein, das kann ich doch nicht. Und ich bin doch jetzt ja. Und sie kommt überall mit. Und was bedeutet sie dir? Ist sie schon da gewesen, weißt, vielleicht auch in den schwierigeren Zeiten? Was bedeutet es für dich, ein Haustier zu haben? Chloe bedeutet mir mega viel. Ich habe sie nach meinem Rücktritt ist Chloe zu mir gekommen. Und ich habe mir eigentlich, als ich turnt habe, ich immer ein kleines Äffchen wollen, das mit mir turnen kann. Und in der Schweiz kann man das ja glücklicherweise nicht, Affen halten. Und jetzt ist es ein Hund, ein kleiner Hund, der mich begleitet beim Joggen, beim Velofahren. Und mir geht das mega gut. Mhm. Und du machst ja wahnsinnig viel Sport, immer noch in deiner Freizeit. Das ist eigentlich immer noch Hobby und Beruf und alles miteinander. Erzähl mal, du machst ja verrückte Sachen. Was läuft da so? Ich glaube, ich brauche das ein bisschen. Ich bin ein Sensation Seeker. Also ich muss immer wieder so meine Grenzen spüren. Oder eben darüber rein, aus der Komfortzone. Dort fühle ich mich, aus der Komfortzone, dort fühle ich mich aber nicht wohl und denke, wie blöd bist du, warum machst du das immer wieder? Immer höher, weiter, ja, besser. Wenn ich nachher wieder in der Komfortzone bin, dann geht es mir wunderbar. Also beispielsweise, nächstes Jahr möchte ich einen ganzen Ironman machen. Ich bin mega schlecht in Ausdauersport, aber gleich irgendwie, ich liebe es. Und du fräst mit dem Mountainbike irgendwie die Hügelstür ab und gehst surfen und machst alles wilde Sachen. Mhm. Einen Marathon habe ich auch noch gemacht und habe einfach fast nichts trainiert drauf. Und eben während dem Marathon lenke ich mir den Kopf und denke, wieso? Aber ja, irgendwie brauche ich es. Das machen wir jetzt nicht mehr, so Marathon und Ironman. Es kommt darauf an, was für ein Marathon. Es gibt verschiedene Marathons. Ah, an welchen denkst du jetzt?
Ja, so lange leben, wie es geht. Aha, eben, so lang, das ist auch ein Marathon. Ja. Jetzt reden wir doch gerade von dem, Sepp, du bist 82. Ja. Und wenn hockst du jetzt auf das Ofenbänkchen und sagst, so, jetzt hocke ich hier auf einmal. Das gibt es gar nicht. Erstens hat er kein Ofenbänkchen. Aha, ja. Und zweitens, ich kann nicht still sitzen. Mhm. Immer Bewegung. Und was hast du noch für Träume, für Pläne? Du schreibst ja noch, schaffst noch ein bisschen, schreibst für Seniorweb, für die Plattform. Was willst du noch als Verrücktes machen? Ja, eigentlich immer. Ich wollte eigentlich nach wie vor fotografieren, schreiben und eben Schweizer Soldat machen. Bin ich schon für Akzente, mache Reportagen. Dann früher habe ich noch Kurs über Facebook und über Computer bedient und so. Und ganz früher, ja, das ist noch nicht so lange her, habe ich Japaner gefilmt, Film gemacht. Japaner, die auf Luzern sind, gehen heiraten. Und die gefilmt, geschnitten daheim, auf die CD brennt und im Hotel abgegeben, bevor sie abgeflogen sind. Also Zeit. Also bei dir muss einfach etwas laufen. Ja. Ein bisschen spannend muss es ja, da bin ich noch 7 Jahre bin ich der älteste Vichai im Fernsehen, also Teletel, oder? Und ja. Verrückt, das ist eigentlich bewundernswert, gell? Das werden wir wahrscheinlich auch so älter werden. Ariela, du bist 33 und hast schon so viel erlebt, wie viele im ganzen Leben nicht. Was hast du? Du machst jetzt Ausbildung. Was hast du so für Träume, wo du denkst, einmal mache ich das noch? Also, mein nächstes Ziel ist sicher, Physiotherapiestudium abschliessen. Und dann ist mein Ziel, möglichst gute Lebensqualität, also viel Leben, wenig arbeiten. Und am liebsten möchte ich all meine Studiengänge, also Sportwissenschaft, Psychologie, Physiotherapie und die Erfahrung vom Spitzensport irgendwie zusammen können tun und etwas in diesem Bereich machen. Gut leben, wenig arbeiten, das finde ich ein super Motto. Und ihr habt jetzt einen Namen heute das erste Mal gesehen. Ariela, was nimmst du eigentlich mit vom Sepp? Ja, seine Drive, seine Lebensmotivation, der Wissenshunger, das finde ich so lässig. Dass, ja. Sepp, was nimmst du mit von der Ariela heute? Ja, ich träume immer noch von mit den Purzelbäumen, die ich früher gemacht habe, in der Schule. Oder? Und ja, sie ist aufgeschlossen und ich wünsche ihr alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals. Danke vielmals. Ariela, Kässlin. Josef, Seppi Rittner, danke herzlich, dass ihr seid im Persönlich gesehen heute. Danke für eure Geschichten, auch für eure Offenheit heute Morgen. Und jetzt wünsche ich allen einen wunderbaren Sonntag. Geniessen Sie, bleiben gesund und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals, merci schön. Danke.